im Jahr unsere Condi-Reifen drauf. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt verschiedene Drücke auch schon ausprobiert. Von 0,7 bis 1,6 oder 1,8 oder zum Beispiel auf dem Traktorpulling. Bin super geil zufrieden. Die sind unheimlich ruhig, das finde ich so schön. Also du hörst nicht, wenn der Bulldog kommt. Die anderen, die summen und tun und machen und auf der Straße lässt es sich halt einfach bombig fahren. Also ich fahre eigentlich immer mit Drücke von 1,6 hinten und vorne, weiß ich jetzt gar nicht, glaube 1,4 oder 1,3. Im Traktor-Pulling habe ich Videos gesehen, wo man 0,7 Bar drinnen hatte. Das tut dir in den Augen weh, das zu sehen, aber das macht den Reifen einfach nichts. Die sind einfach stabil, die machen das, was sie sollen und das ist einfach der Sinn der Sache an dem Ganzen. Trotz dass der Reifen nagelneu vom Werk war, ließen die sich super draufziehen. Selbst der Peter, wo die montiert hat, hat gesagt, so einen Reifen hat er selten, der aber wirklich so sauber draufziehen lässt. Ich fand das am Traktor-Pulling so krass. Da haben alle gesagt, oh, 09, 08 und alle haben gesagt 07. Und ich muss echt sagen, wo wir da die 07 drin hatten und ich die Videos am Schluss gesehen haben, wie die Reifen walgen, ist brutal. Ich möchte mich an der Stelle natürlich wahnsinnig arg bei der Firma Continental bedanken, dass ich sage mal, auf beide Bulldog die mega geile Reifen draufziehen durfte. Ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ja, aber irgendwo gehört einfach die Praxistests dazu und die Bulldog, die laufen im Acker, die laufen viel auf der Straße und jetzt kann ich sagen, du, so und so sieht's aus. Man sieht es auch an den Reifen, dass einfach passt. Es ist auf jeden Fall mal cool, so ein Team dahinter sich zu haben mit der Firma Condi und einfach wirklich den Reifen zu testen. Wie verhält der Reifen sich in verschiedenen Einsätzen, egal wo, wurscht und egal welche Drücke. Und das einfach mal probieren.